Jutta Emes, Bauhaus, Universität Weimar. Über den Krieg. Der Krieg dauert schon 24 Tage. Als Bauhaus Universität Weimar verurteilen wir den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aufs Schärfste. Wir sind entsetzt über diesen Bruch des Völkerrechts, über grausame Kriegsverbrechen. Menschen werden ermordet, viele Tausende. Viele Zivilisten, viele Soldaten. Sie werden getötet, verletzt, sie sind schwer traumatisiert. Millionen Menschen sind auf der Flucht, fliehen um ihr Leben. Sie trauern um ihre Angehörigen, ihre Nachbarn, ihre Freunde. Tote liegen auf den Straßen. Es ist nicht zu fassen. Der Krieg dauert schon 24 Tage. Der Krieg macht uns fassungslos. 109 leere Kinderwagen stehen auf dem Marktplatz der ukrainischen Stadt Lviv. Symbolisch für die durch russische Angriffe getöteten Kinder. Mittlerweile sind es schon viel mehr. Auch tausende russische Mütter trauern um ihre Söhne, die, soweit bekannt, großenteils nicht wussten, dass sie in den Krieg ziehen. In den Krieg mit einem Bruderstaat. Der Krieg dauert schon 24 Tage. Der Krieg macht uns fassungslos. Ganze Städte in der Ukraine werden von den russischen Invasoren zerstört. Wohnhäuser, historische Bauten, moderne Infrastruktur, Krankenhäuser, Kinderkliniken werden vorsätzlich angegriffen, werden bombardiert, dem Erdboden gleichgemacht. Die Hafenstadt Mariupol ist unbewohnbar und die verbliebenen Ukrainerinnen und Ukrainer sind ohne jegliche Versorgung gefangen. Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, liegt in Trümmern. Die Bilder und Berichte aus Kiew machen große Angst. Der Krieg dauert schon 24 Tage. Der Krieg macht uns fassungslos. Marodierende russische Truppen schießen und plündern. Evakuierungs- und Hilfstransporte werden angegriffen. In der ukrainischen Stadt Melitopol wurde der Bürgermeister von den russischen Soldaten verschleppt. In Mariupol werden Geiseln in einem Krankenhaus genommen. Ein Theater, in dem hunderte Zivilisten Schutz gesucht haben, ist zerstört. Der Krieg dauert schon 24 Tage. Der Krieg macht uns fassungslos. Das Wort Krieg darf in Russland nicht verwendet werden. Russische Medien dürfen nicht frei berichten. Freie Medien wurden verboten, abgeschaltet. Selbst Twitter, Instagram, Facebook und viele andere. Staatliche Propaganda täuscht stattdessen die russische Bevölkerung. Die russische Journalistin Marina Ovsyannikova, Mutter zweier Kinder, hat es geschafft, ein Antikriegsplakat im Staatsfernsehen für kurze Zeit zu zeigen. Sie wurde verhaftet, jetzt muss sie sich verstecken. Arnold Schwarzenegger adressiert in einem Video in den sozialen Medien seine russischen Follower und auch direkt Wladimir Putin. Ich zitiere: Sie haben diesen Krieg begonnen. Sie führen diesen Krieg. Sie können diesen Krieg beenden. Bitte helfen Sie, diese Videobotschaft zu teilen. Auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat geurteilt, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine sofort beenden, sich unverzüglich aus der Ukraine zurückziehen muss. Mittel, dies durchzusetzen, hat er allerdings nicht. Der Krieg dauert schon 24 Tage. Der Krieg macht fassungslos. Der völkerrechtswidrige, brutale Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine stellt einen Angriff auf die gesamte liberale Weltordnung dar, auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und unser freies Europa. Russland will die demokratische Selbstbestimmung seines Nachbarstaates unterdrücken, der Ukraine das Existenzrecht absprechen und vermeintlich historische Gebietsansprüche stellen.
Als Bauhaus-Universität Weimar zeigen wir uns uneingeschränkt solidarisch mit unseren europäischen Nachbarn in der Ukraine. Frieden und die Anerkennung des Völkerrechts sind die Voraussetzungen für freies Lehren und schöpferisches Forschen und Kunst gemeinsam mit unseren Hochschul- und Kooperationspartnern in aller Welt. Wir appellieren an Russland und an alle Russinnen und Russen, den Krieg sofort zu beenden.